Die AfD feiert sich nach Tagen voller extremer Reden, auch extrem rechter Reden. Es ging gegen die angeblich geheime Macht einer Elite der sogenannten Globalisten, gegen Migranten, Homosexuelle, Transgender. Ein Deutschland, in dem unsere Kinder richtige Bildung genießen, statt dem Regenbogenterror ausgesetzt zu sein. Aus Brüssel kommt das Gift. Dort werden von den Globalisten still und heimlich Vorgaben gemacht. Solange knien wir nieder vor einem afroamerikanischen Drogendealer und stammeln Black Lives Matter. Schluss damit! Wir wollen wieder aufrecht gehen! Die AfD rückt in Magdeburg weiter nach rechts außen. Sein Ton prägt den Parteitag, auch wenn Björn Höcke, der rechtsextreme Thüringer AfD-Chef, nur zuhört. Nur eine gescheiterte Kandidatin traut sich offen zu widersprechen. Glückwunsch, Herr Höcke. Ich bin dann mal weg. Aber haben Sie wirklich gewonnen? Wo ist meine AfD, der Realpolitik, des Sach- und Fachverstandes, des Leistungsprinzips? Der Verfassungsschutz ist besorgt. Präsident Haldenwang spricht von starken verfassungsfeindlichen Strömungen in der AfD, rechtsextremen Verschwörungstheorien. Die AfD zieht vor Gericht. Haldenwang stimmt zu, sich bis zum Ende des Parteitags nicht mehr zu äußern. Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz und Herr Haldenwang steht außerhalb genau dieses Gesetzes. Maximilian Krah hatte dazu aufgerufen, sich nicht zu mäßigen. Er führt als Spitzenkandidat die AfD in den Europawahlkampf. Krah hat keine Berührungsängste zu Rechtsextremisten und träumt von einer freiwilligen Hilfspolizei, die in Terrorlagen eingesetzt werden kann. Dass Leute, die zum Beispiel in Schützenvereinen Mitglieder sind, die eine sehr gute waffenrechtliche Ausbildung haben und die sicher besser schießen als der Hauptwachtmeister Schmidt, dass die, so wie freiwillige Feuerwehrleute und früher die Reservisten, eine Polizeiuniform in den Schrank bekommen, ein Pieper. Jemand wie Krah will sich, wie viele in der AfD, vom Verfassungsschutz nicht vorschreiben lassen, was er sagt. Der Verfassungsschutz hat sich durch sein Agieren selbst jeder Autorität genommen. Wir nehmen ihn zur Kenntnis, er ist lästig, wir klagen gegen ihn, aber er wird uns nicht die Politik demolieren. Aber der Verfassungsschutz hat genau zugehört, was in Magdeburg gesagt wurde. Deutschland ist kein freies Land. Deutschland ist nicht souverän. Ich bin aus deren Sicht dafür gut genug, die Wolkenkuckucksheime, den Import von Messerstechern und die ganzen Gestalten mit skurriler sexueller Identität zu finanzieren. Schützen wir das Beste, was wir haben, unsere Kinder, unseren Nachwuchs, schützen wir vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern. Aussagen, für die es Zustimmung gibt in Magdeburg und besonders viel für die besonders Extremen.